zurück auf meinem Kanal, heute mit einem Special Guest. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Ja, ich kann ja kurz mal sagen, ich bin ein mega großer Fan von Club der Roten Bänder. Und so konnte ich eine mega coole Schauspielerin aus der Serie in meinem YouTube-Video ergattern. Aber nicht nur das. Nicht nur das, ich kenne sie auch nicht nur von Club der Roten Bänder. Wir haben uns auch schon mal in der Tanne gesehen, wo man sich halt so trifft. Was? Das stimmt ja gar nicht. Nein. Doch, Tanne ist super, kann man schon sagen. Und ja. Im Theater, ich war bei der Vorstellung von dir. Genau. Ja. Ja, genau. Schon Homies geworden, ey. So. Ja, magst du vielleicht mal kurz erwähnen, wer du so bist? So für Leute, die dich nicht so kennen? Ja, ich ja klar. Oder Club der Roten Bänder nicht so gestört verfolgt haben wie ich. Ja, soll es ja auch gegeben haben, die Leute. Ich bin Julie Stark und bin 26 Jahre alt und Schauspielerin aus Köln. Und genau, ich mache ein bisschen Fernsehen und vor allem Theater. Und zuletzt war ich in Frankfurt unterwegs am Fritz-Remond-Theater und als nächstes bin ich in Dresden. Und jetzt bin ich aber erstmal in Moers bei Jesse und Sascha. Du darfst auch erwähnt werden, ne? Ja, klar. Fall. Ja. Der ist schon lange dabei, der ist schon gezwungenermaßen dabei. Gezwungenermaßen. Die Regie. Ja. Ja, genau, jetzt ist Moers-Time erstmal. Wir sind hier und schminken. Genau, heute drehen wir ein Style and Talk und das ist eine Premiere für mich, weil ich habe noch nie ein Style and Talk gedreht, wo ich jemanden schminke. Und ja, das ist für uns beide irgendwie eine Premiere. Ich habe noch kein Style and Talk gemacht. Genau. Ja, deswegen los geht's. So, wir haben uns für ein Abend-Make-up entschieden, beziehungsweise ich habe es vorgeschlagen und Julia hat ja zugestimmt. Gesagt. Genau. Und das allererste, womit wir auch beginnen, ist ein Make-up oder ein Primer. Ich würde aber als erstes mit meinem Manhattan Tarte & Prime beginnen. Und ja, das trage ich gleich mal das ganze Gesicht auf, aber erstmal trage ich das auf den Beauty Blender auf. So, ich verteile erstmal den Primer. Sieht jetzt ein bisschen dunkel aus, aber wenn wir das gleich vertupfen, wird das nicht mehr so dunkel aussehen, weil das ist ja Primer. Sag mal irgendwie, wenn das zu fest ist oder so. Ach nö, da kannst du ruhig. Da habe ich einiges gewöhnt. Okay. So, weiter geht's. Ich habe ja gerade nur den Primer aufgetragen. Weiter geht's mit dem Make-up und zwar von Manhattan. Ich probiere jetzt erstmal den Ton Rose Beige aus. Ja, und zwar die Nummer 64. Und das probieren wir erstmal aus, ob das überhaupt ein Farbton ist. Und wenn nicht, arbeite ich mit Contouring Sticks und Concealer und so weiter ein. Also man probiert ja immer vom Kinn aus bis zum Hals, ob das so der Farbton überhaupt ist. Das passt. Das passt. Das ist gut. Yay. Ja, dann arbeite ich weiter mit dem Ton, den arbeite ich jetzt ein. Dann kann ich doch mal anfangen, mich auszufragen. Ja, mich würde interessieren, auf welcher Schule warst du? Also, und wie du dazu kamst, überhaupt Schauspielerin zu werden? Also, was das für eine Entscheidung war? Also, wusstest du das schon von klein aus? Ja, ich habe das irgendwie gar nicht wirklich entschieden. Ich wusste das schon ziemlich früh. Also, ich habe mit 5 klassisches Ballett angefangen im Ulmer Theater. Und da wusste ich eigentlich, ja, okay, Bühne passt schon mal, da möchte ich hin, da fühle ich mich gut. Und ja, da bin ich auch erstmal geblieben und dann kommt aber die Pubertät und dann habe ich mit Ballett aufgehört und dann fand ich das interessant, an der Schule zu sein mit den anderen Jungs und Mädels und so. Und das war für mich interessanter, als irgendwie tanzen zu gehen und Theater. Das kam aber dann ganz schnell wieder. Mit 16 ungefähr und dann habe ich so Laientheater angefangen. In Krefeld-Hülz. Hülsche Komödie. Da habe ich angefangen. Ja. Genau. Und da war eigentlich alles klar. Also da dachte ich dann, okay, also ich glaube, ich kann hier nichts anderes. Ich werde mir das jetzt zum Beruf machen. Und dann habe ich nach der 10. aufgehört mit der Schule. Meine Eltern haben gesagt, wir probieren das. Wenn es nicht klappt, musst du halt dein Abi machen. Und ich hatte Glück, weil ich war am
an der Schauspielschule der Keller war ich vorsprechen und die haben mich genommen. Und da habe ich dann, genau, Schauspiel studieren dürfen. Voll Hammer. Ja, ist auf jeden Fall eine Schule, hinter der ich stehe. Und die haben demnächst auch wieder Vorsprechen. Jetzt muss ich gleich mal wieder nachgucken, wann. Ich habe es nämlich vergessen. Okay. Aber sehr bald gibt es auch wieder Vorsprechen am Keller in Köln, was ich wärmstens empfehle. Für Leute, die Schauspieler werden wollen oder Klempner werden will, dann muss man eigentlich hingehen. Darf man auch, aber ich glaube, es bringt ja nicht so viel. So, nachdem ich das ganze Gesicht mit Make-up überdeckt habe, geht's weiter mit den Augen. Also Contouring und so mache ich dann eher zum Schluss. Ich fange lieber immer erstmal mit den Augen an. Und weiter geht's auch mit meinem Lieblingsprodukt, also als Concealer. Wirklich, ich habe keinen besseren Concealer bis jetzt gefunden. Von Essence Camouflage. Ja, und den trage ich jetzt über das ganze Augenlid auf mit einem kleinen Baby-Ei. Mit einem kleinen Baby-Ei trage ich das auf. Okay. Süß. Ich glaube, viele fragen sich so, wie kann ich ein Glow-Make-up nicht mit High-End-Kosmetik machen, weil das soll ja so ein Abend-Make-up werden, ein bisschen glamouröses Abend-Make-up. Aber ich weiß nicht, ich merke da keinen großen Unterschied von High-End-Kosmetik, also von manchen Produkten zu Drogerieprodukten. Weiter geht's mit meiner W7-Palette. Und zwar sind hier eher so Nude-Töne drin. Und ich finde, ja, zu dir passt einfach Nude. Aber auch so glamouröse Brauntöne. Ja, die ist schon ein bisschen. Die ist schon ein bisschen so. Ich glaube, ich suche mir gleich spontan einen Braunton aus. Aber diese Palette hat einfach Bombenbrauntöne. Und da fällt mir einiges ein, was ich so gleich auftragen könnte. Ich freue mich gerade so, damit zu arbeiten. Mal gestört, ne? Ja. Ich habe mich jetzt für einen Ton entschieden. Den habe ich auch schon ein bisschen angefeuchtet mit meinem Fixing Spray. Dann wird das noch intensiver. Und ja, den trage ich jetzt über das ganze Augenlid erstmal auf. Also als Base. So, ich benutze jetzt mal die feinere Seite, damit ich das noch präziser einarbeiten kann. Von der Pinselseite. Das hat so süße zwei Seiten. Das ist voll praktisch. Wann ist bei dir eigentlich das Schminkfieber so ausgebrochen? Boah, wann ist das denn so? Als ich eigentlich mit der Schule aufgehört habe, da habe ich ja mit einem Network Marketing angefangen zusammenzuarbeiten, beziehungsweise von denen die Produkte zu vermarkten, und dann musste ich ja auch lernen zu schminken. Eigentlich war ich davor überhaupt nicht so eine Schminkemaus. Ich habe mich eher davor gefürchtet. Ich dachte, oh scheiße, wie macht man das überhaupt? Aber dann habe ich das relativ schnell gelernt und boah, ich habe das dann so geliebt. Dann fing es an. Extrem. Das hat richtig Spaß gemacht. Cool. Schminkst du dich eigentlich privat auch gerne? Weil man hört eigentlich eher so von Schauspielern, boah, nee, ne? Also man wird so oft geschminkt, dass man gar kein, also dass man da eher froh ist, wenn man mal einen Tag nicht geschminkt werden muss. Ja, so tagsüber, also so einfach normal im Alltag, wenn ich jetzt einfach irgendwie rausgehe und einkaufe oder so, das mache ich schon gerne ungeschminkt dann auch. Weil je nachdem, was man macht und wie viel man arbeitet, ja, wird man ja sehr, sehr viel geschminkt. Wenn du auch Suite am Theater spielst, dann natürlich jeden Tag. Und deine Haut, die ist nach einer Zeit natürlich ordentlich mitgenommen. Und dann da freut man sich schon über jede Minute, wo die Haut ein bisschen atmen darf. So. Ja. Aber sonst, klar, wenn ich ausgehe oder so, ich schmink mich schon gerne. Okay. Also, ein paar Skills habe ich auch, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das mit dem Verblenden und Smoky Eyes und Hopti-Dopti und was es alles gibt, also ich bin jetzt kein Profi, ne? Ja. Deshalb freue ich mich auch über die Leute, die das so gut können und dann machen. Also ich würde mich jetzt für ein Fotoshooting zum Beispiel nicht mehr selber schminken. Okay. Dann geht's weiter mit dem Farbton. Das benutze ich jetzt, um also im Inner Corner so eine Crease zu erschaffen, also ein bisschen definieren. Ich muss sagen, ich habe letztens eine Information bekommen und ich war so voll
überwältigt. Also ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Also das wollte ich dich jetzt fragen. Stimmt das, dass Club der Roten Bänder einen Film rausbringt? Ja, es stimmt. Ich habe auch davon gehört. Okay. Nächstes Jahr im, ich weiß gar nicht genau, Frühjahr irgendwann, 2019. Mhm. Ziemlich früh soll das Ganze dann in die Kinos kommen. Das ist heftig. Mhm. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Ja. Es wird um die Vorgeschichte gehen. Ach so, um die Vorgeschichte sogar? Ja, und ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf die Umsetzung. Geil. Und ja, die Geschichte an sich auf jeden Fall. Boah, das ist cool. Ich dachte, die wollen einfach nochmal die Serie komplett verfilmen. Also ich wusste nicht, dass es da um die Vorgeschichte sich handelt. Ja, ne? Nee, es wird auf jeden Fall ziemlich viel Neues zu entdecken geben. Noch von das ganzen Charakteren. Ist ja cool. Ja, finde ich auch eine super Idee. Hammer. Ich freue mich richtig drauf. Ja. Richtig. Einmal hier hin. Gehst du denn viel ins Kino? Also bist du ja, großer Kinofan? Ja, ich bräuchte eigentlich eine Dauerkarte. Ja? Ja, ich bin so ein Fan von Kino. Ach, schön. Richtig Was sind eigentlich so deine Lieblingsfilme? Also, guckst du lieber Filme oder Theater? Das würde mich mal interessieren. Oh, das ist wirklich, das ist so schwer. Das ist wie die Frage mit, machst du lieber Kamera oder Ja, genau, das wollte ich dich auch noch fragen. Dann nimmst du einfach alle meine Fragen mal ab. Ist doch gut so. Ja, das ist, es ist eine Antwort tatsächlich. Ich könnte mich da nicht entscheiden. Es sind zwei verschiedene Welten und in beide bin ich wahnsinnig verliebt. Und so ist es mit Film und Theater auch. Okay. Klar, Filme zu Hause gucken ist natürlich ein bisschen einfacher, als jedes Mal ins Theater zu gehen und da fehlt auch ganz oft die Zeit für. Ja. Aber wenn ich kann, dann ja, gehe ich sehr, sehr gerne ins Theater und möglichst viel. Und Kino ist tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr kurz gekommen, das vermisse ich aber auch. Dann geht's weiter mit dem Schwarzton. So, werden das so richtig geile Smoky Eyes heute. Hast du ein bestimmtes Lieblingsgenre an Filmen oder Theaterstücken? Nicht im Speziellen. Ich kann aber sagen, was ich nicht so gerne mag, das sind Horrorfilme. Ja, ist auch nicht meins. Nee, ne? Also mich wühlt das einfach zu sehr auf. Ich bin genauso gestört, keine Ahnung. Früher mochte ich es total gern. Also als Teenie habe ich Horrorfilme sehr, sehr gerne geschaut, aber... Wir werden alt. Ja, wir werden alt. Wir kriegen schwache Gemüter. Mhm. Ja. So, jetzt geht's weiter mit dem Verblenden des ganzen Make-ups. Dafür benutze ich wieder eine Fluffy Brush. Und dann fange ich von außen nach innen an. Das Ganze schön miteinander zu verblenden. Hat sich jetzt schon mal irgendwie in eine andere Stadt gezogen? Also hast du schon mal eine Erwägung gezogen, so nach Berlin zu gehen, oder bist du ein richtiges Ruhrpott-Kind? Ja, Berlin habe ich auf jeden Fall schon überlegt. Und ja, so. Das war eigentlich auch schon alles in trockenen Tüchern. Ich habe eine ganz, ganz tolle Mitbewohnerin, die in Berlin auf mich wartet, seit einem Jahr oder länger. Ja. In einer wirklich tollen Wohnung in Kreuzberg und wir hatten schon alles safe und wollten zusammenziehen und dann ist mir ja, mehr oder weniger leider, ne, ist natürlich auch schön, wenn ich spielen kann, aber ist mir ein Job dazwischen gekommen in Essen und das hätte natürlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, jetzt von Berlin nach Essen zu pendeln jeden Tag. Ja. Dementsprechend habe ich gesagt, ich muss in Köln bleiben. Ja. Und so hat sich das jetzt aber immer weitergezogen. Und ich habe irgendwie, lässt mich Köln nicht los. Ich darf offenbar nicht nach Berlin. Und ja, noch wartet die Carla. Aber ich habe in Köln auch eine ganz, ganz tolle Mitbewohnerin, die, mit der ich auch befreundet bin sogar. Ja, du darfst hier nicht weg, ne? Nee, genau. Du musst hier bleiben. Ja. Wir brauchen dich alle hier. Offenbar. Ja. Ja, und ich brauche euch. Ja. Weiter geht's mit diesem Goldton hier. Und er kommt nochmal in die Mitte. Man kann heute nicht genug Gold haben. Weiß nicht warum. Ich habe dich bei Instagram gestern nochmal gestalkt und dann war mir klar, es muss irgendwas mit Gold und Braun sein. Das freut mich. Das ist irgendwie so voll. Magst du, ne? Ja. Das ist cool. Boah, ich hätte eine Frage. Du warst bestimmt doch schon mal bei so Preisverleihungen, ich glaube, ich habe das auch gesehen, Berlinale oder so, ne?
Warst du doch schon mal dabei, oder? Ich war letztes Jahr war ich bei der Goldenen Kamera. Ja. Ja. Das war so die größte Preisverleihung, die ich bekommen habe. Und hast du dann auch Make-up, also jemanden gehabt, der dich dann schminkt, oder hast du dich selber da fertig gemacht, oder? Ich meine, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine, ich habe mich selber geschminkt. Okay. Stimmt das? Oder hat mich eine Freundin geschminkt? Nee, ich glaube, für die Goldene Kamera habe ich mich selber geschminkt, ja. Okay. Ist das nicht stressig bei so einem Event, oder? Ja, super stressig. Deshalb, ich hätte das ganz anders handhaben müssen. Ja. Aber es war meine erste große Gala und ich dachte mir, gut, das war schon so ein Heckmeck, auch überhaupt dieses gigantische Kleid von Köln nach Hamburg zu transportieren. Was für ein gigantisches Kleid? Habe ich das bei Instagram gesehen? Ja, das war sehr brautkleidartig, so ein weißes Kleid mit oben ziemlich durchsichtig. Oh mit so ja, Blumen. Ich glaube, ich habe das gesehen. Und, genau, das sah so geil aus. War wirklich, wirklich toll. Das sah richtig geil aus. Ja, Anni E. Geiger heißt die Lady, die es gemacht hat. Die macht wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Oh, Hammer. Ja, und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich mir selber ein bisschen Schminke drauf, ne? Aber es muss ja alles tippitoppi stimmen. Das heißt, fürs nächste Mal werde ich das nicht machen, weil man ist schon sehr gestresst auch, ne? Man muss zu einer bestimmten Uhrzeit da sein und dann hat man den einen oder anderen Termin. Und das ist alles sehr aufregend und dann ist es besser, wenn jemand anderes dafür sorgt, dass man gut aussieht, nicht ganz so aufgeregt aussieht, wie man ist, ja? Ja. Ja. Aber es hat geklappt. Geil. Ja. Vielleicht musst du das nächste Mal dann einfach mitkommen. Ich schmink dich das nächste Mal einfach. Ja. Weiter geht's mit der Farbe Savage. Und die geht kurz nochmal in die Kuhle hier oben. Ganz wenig rein. Eine kleine Definition. Mach mal die Augen auf. Dann gehe ich auch nochmal hier drunter mit Savage. Dann nochmal ein bisschen mit Breakdown rein. Boah, du hast so lange Wimpern. Das habe ich jetzt so richtig wahrgenommen. Ja, mein Vater ist ein Kamel. Spaß! Alles klar! Grüße gehen raus an den Vater. Dann geht's weiter mit dem Ton Honey Boo Boo. Auf Wunsch von Julie. Und der kommt nochmal in die Mitte. Boah, ist der schön. Guckt euch den mal an. Der macht sich voll gut auf Gold. Richtige Entscheidung. Ja, richtig schön. Dann geht's weiter mit der Wimperntusche. Und zwar meine Wimperntusche. Voll exclusive, weißt du. Ich schminke jemanden für eine Premiere mit P2. Nein, aber ich komme mit dieser Wimperntusche am besten klar, weil sie halt fest ist. Also die Tusche selbst ist richtig fest. Ich mag halt nicht die, die so sich biegen oder so weiche Bürsten haben. Genau, das wollte ich sagen. Ich liebe jetzt schon deine Wimpern. Die sind so krass lang. Oh, danke schön. Dün, 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 dün. What is it? My Wecker. Wahrscheinlich Pillen. My Pillenwecker. My Drugs. Okay. Gleich geht's weiter. Sobald ich meine Drogen. Wenn du mal eingeladen wärst, ne? Für irgendwas vom Trash-TV, wo würdest du hingehen? Trash-TV? Ja, also ich meine so, das ist nicht mal Trash. Let's Dance oder. Oder was denn, Dschungelcamp? Was würdest du denn so bevorzugen? Was gibt's denn noch? Ach, weiß das ich nicht. Für Bachelor nicht. Bist du ein bisschen zu fame, glaube ich. Aber ich glaube, es reicht noch nicht ganz für Bachelorette tatsächlich. Boah, Bachelorette wäre geil. Da könnte ich mich dir nicht voll gut vorstellen, so Bachelorette. Was gibt's denn noch bei uns? Warte, wir müssen jetzt mal erstmal die ganzen Trash-Shit abklappern. Teenie-Mütters. Nein, Pa, das ist doch nicht. Ja, ich habe tatsächlich kein Kind. Ohne Kind ist das, glaube ich, ein bisschen witzlos. Nee, das geht nicht. Ja. Oh, ja. Nee, jetzt mal eine andere Frage. Ich switche gerade so. Aber wenn du zum Beispiel ein Angebot für Berlin Tag und Nacht oder Köln bekommen würdest, würdest du es annehmen? Nein. Ich frag mich mal, also nichts gegen die Leute, die das gucken, aber sorry, ich verstehe das nicht. Oder guck ich mir lieber Kardashians an, ich finde das schon einen großen Unterschied. Jetzt ohne Witz, ich finde das so schlimm, ne? Bist du Kardashians-Fan? Nicht Fan, aber ich gucke mir das gerne an. Ich finde die eine sehr vorbildliche Familie im Gegensatz zu unserer. Aber warte, jetzt mal wieder zurück zur Frage.
Also welches Trash-TV? Also was haben wir? Wir haben Dschungelcamp, Let's Dance und Teenie-Mütter, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, in dem Fall würde ich mich für Let's Dance entscheiden. Ja. Weil ich super gerne tanze, ja. Ja. Also, ja. Das sieht voll gut an. Warte, es gab doch noch irgendwas. Ah, es gibt noch Promi Big Brother. Ah, okay. Stimmt, das habe ich vergessen. Das kommt auch nicht so oft vor, ne? Ja, das würde ich nur machen, wenn ich meine Mitbewohnerin mitnehmen dürfte, weil sonst ist es langweilig. Ja. Das, wir müssen da schon zusammen rein. Was mit so Sachen wie Shopping Queen oder ja, das mit der Shopping-Sendung. Oh ja, es gibt noch Promi Big. Warte, nein, es gibt Promi Dinner. Genau. Promi Dinner. Da wäre ich auch nicht so gut aufgehoben, weil ich gar nicht kochen kann. Was? Überhaupt nicht. Echt? Kannst du kochen? Ich koche gerne. Ja. Jetzt habe ich auch einen Thermomix, jetzt kann ich endgültig kochen. Hey! Augen auf. Ja, nee, es gibt ein paar Kreationen, die ich kann. Die habe ich von meiner besten Freundin gelernt. Eins heißt Klausenburger, das ist so eine polnische Spezialität. Das ist Reis mit Hackfleisch und Sauerkraut und das kommt dann in den Ofen. Das kann ich recht gut. Aber ja, meistens brennt halt immer irgendwas ab. Okay. Und das stört nach einer Zeit. Ja. Und dann irgendwann hat man halt nicht mehr so viel Bock, ne? Ja. Ich bin so ungeduldig dafür. Ja, kann ich verstehen. So, jetzt geht's los mit dem Highlighten und Konturieren des Gesichtes. Und da fangen wir an mit dem Essence Camouflage Concealer. Und damit highlighte ich jetzt erstmal die Gesichtspartien. Ja. Ja, the face. The face. The face. Ja. Dann lege ich erstmal los von der Nase. Hier setze ich ein X. Indianer, ich mache eine Indianerbemalung. Oh, I love Concealer. Concealer everywhere. Concealer kannst du nichts falsch machen. Hier ein bisschen im Kinn. So. Und jetzt wird der ganze Shade verblendet und zwar wieder mit meinem Mini Sponge Eye. Und dann gehe ich aber mit der flachen Seite eher von hier oben. Aber das passiere ich eher mit Tupfbewegungen ein. Und damit das länger hält und das X da nicht so bleibt, kann man auch natürlich ein bisschen mit dem Fixing Spray nachhelfen. Für die Augenpartie benutze ich wieder die schmalere Seite, aber dafür brauche ich noch ein bisschen Fixing Spray. Jetzt kann man auch die kleinen Unreinheiten, die unter den Augen entstanden sind, auch nochmal wegretuschieren. Nachdem wir alles schön concealed haben, geht es weiter mit unserem Puder und wir backen jetzt dein Gesicht, okay? Okay. Wir baken. Okay, das fängt dann an mit der Nase. Hier so die T-Zone nochmal. Selber auch noch. Hier. Ja. Und das waren nochmal die Stellen, die wir mit dem Concealer gehighlightet haben, fixieren, ne? Mit dem Puder. Dann geht's weiter mit dem Konturieren. Dafür benutze ich die Revolution Palette, die ich hier noch habe. Und dann gehe ich in die normale Farbe. In die braune hier unten. Wir ziehen das so die Wangenknochen entlang. Ziehen das immer bis nach oben, weil sonst sieht das so abgehackt aus, wenn wir das hier nicht completen. Also wir müssen completen, so alles auf Englisch. Wir müssen das halt zusammenziehen, das muss so eine kleine Schleife ergeben. Also dass es nicht so abgehackt aussieht. Weil wenn wir zum Beispiel das hier oben nicht bronzen, dann sieht das so hart aus. Und so sieht das viel weicher aus, wenn wir mit dem Pinsel so eine kleine Rundung bilden. Im Halbkreis quasi. Weiter geht's mit den Lippen. Ich habe mich für so einen Berry-Ton entschieden. Und das werdet ihr gleich sehen. Auf den Lippen wird das noch besser zu sehen sein. Und damit umrande ich erstmal die Lippen. Und weiter geht's mit
dem Matte Contour Lip Kit, also Lipstick von Reval de Loop. Den trage ich jetzt hier auf. Der ist ein bisschen dunkler, aber ich finde, das macht den umso schöner mit der Kombination von dem Lip Liner. So, und die Lippen kann man noch ein bisschen nachkorrigieren oder sogar ein bisschen tricksen, wenn ein bisschen was beim Matte Lip Gloss schiefgegangen ist oder wenn, eigentlich benutzt man auch Concealer dafür, dass die Lippen ein bisschen größer auch erscheinen. Also man kann aufgrund verschiedener Gründe tricksen, also sei es drum, was zu korrigieren oder einfach die Lippen etwas größer zu machen. Jetzt mal zum allerletzten Schritt des ganzen Make-ups und zwar zum Highlighten und dafür benutze ich die Marikon Palette und ich finde den Highlighter Sheesh mega geil, deswegen tragen wir den jetzt mal auf. Sheesh. Sparkle it, sparkle it. Yes, I feel it. You feel it. Feel the glamour. Okay. Dann gehe ich in die Farbe Sheesh rein und trage es on the pretty face. Woo! Glitter as fuck. Können wir bitte Blitzfotos gleich machen? Dann noch ein bisschen an der Nasenspitze. Und hier ein bisschen. Und the brow bone. Und there the brow bone. Und dann sind wir fertig mit dem Highlighten. Warte, einmal noch hier drüber, weil Glitter as fuck haben wir noch ausgemacht, ne? Muss. Okay, fertig. So, meine Lieben, das ist the finishing look. Gefällt dir das? Ich bin happy. Ja. Du auch? Ja. Ja, dann ist gut. Das hat voll Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich finde mega cool, also dein Gesicht zu schminken macht richtig Spaß. Ich mag eh diese Gesichtsform. Ja. Hm. Mega cool. So, falls ihr nochmal ein Video von uns beiden sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Aber hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Videos auf diesem Kanal sehen wollt. Und nicht so... Mehr! Mehr! Gib mir mehr! Ja, genau. Und nächste Woche gibt es dann auf jeden Fall ein neues Video auf diesem Kanal. Ja, finde ich gut. Ich find's cool. Okay. Ja, dann bis nächste Woche.